Wer ein Ersatzteil für seinen Wagen sucht, der ist auf dem Schrottplatz von Wolfgang Resch genau richtig. Der Mann weiß Bescheid, auch ohne große Worte. Für das bräuchten wir zweimal Antriebsfälle. Was brauchst du? Antriebsfälle. Mit allem drum und dran, mit Manschette komplett. Ja, haben wir da, aber gibt's verschiedene Verzahnungen. Was denn für ein Auto? Renault Megane. Baujahr 98. Zweimal Antriebsfälle. Herr Rösch hat bestimmt was. Ich bin schon so lange Automechaniker. Den kenne ich schon, als wo ich Lehrling war. Und ich bin ja schon 50, ne? Der muss sich ja auskennen. Wenn der nicht auskennt, dann braucht er gar nicht arbeiten hier. Ciao. Tschüss. Du bist. Jetzt wollt ihr gucken, wie ich laufe. Ja. Die Bestellung ist aufgegeben und wird später abgeholt. Wir haben schon viele Stammkunden, ne? Ja, kann man sagen. Einige Stunden früher auf dem Weg nach Waiblingen. Hier im Industriegebiet liegt der Schrottplatz von Wolfgang Resch. Ein Kleinod, liebevoll bepflanzt und dekoriert, haben wir gehört. Das wollen wir uns genauer ansehen. Ja, okay, solch ein Empfangskomitee hätte wohl keiner erwartet. Ja, ich kriege doch Besuch aus Sturger. Früher mal 20 Stück gehabt. Genau, schon Pfauen gehabt, Pfauen. Der Schrotthändler hat einen Termin. Der erste Kunde will seine Rostlaube loswerden, wenn möglich mit Gewinn. Dort Zeit. Die Junge haben sie ein bisschen kaputt gemacht. Und dann war irgendwie die Leitplanke im Weg. Aber ich bin froh, dass den Kindern nichts passiert ist. Naja, und jetzt macht er seinen letzten Weg. Jetzt soll ich dein Auto angucken, was wir da noch brauchen können. Na, das wird schwierig. Weil erstens mal, alles, was ich so sehe hier, habe ich im Lager en masse. Und das Einzige, was ich vielleicht brauchen könnte, wäre der Reifen. Die hinteren sind abgefahren. Wollen Sie mal reingucken ins Auto? Brauche ich nicht. Da brauche ich gar nichts. Die Schrottpreise sind gerade mal wieder im Keller, erzählt der Schrotthändler, wegen der vielen Diesel. Und nimmt uns mit in sein schick dekoriertes Werkstattbüro. Kinderfoto von sich selbst inklusive. Gucken Sie mich mal an, Herr Resch. Man erkennt es schon noch, oder was sagen Sie? Ja. Das ist das hämische Grinsen, das hat er schon auf dem Bild gehabt. Ja. Wie kommt das, dass Sie ja alles so dekoriert haben und so? Das ist halt ein bisschen von zu Hause. Ich war immer ein bisschen ordentlich, oder meine Eltern ordnungsliebter allgemein. Und das mache ich halt so weiter. Da ist meine Mama gewesen. Die haben Sie auch sehr geliebt. Die haben Sie auch sehr geliebt. Sehr. Das war mein Ein und Alles. Wie hat die geheißen mit Vornamen? Elisabeth. Die Mutter war sein großes Vorbild und ist früh gestorben. Und auch Wolfgang Resch hat es vor 10 Jahren fast erwischt. Ja, weil so ganz gut zu Fuß sind Sie nicht mehr, ne? Wir haben einen Schlaganfall im Rücken. Da kann man einfach nicht mehr laufen. Ich konnte ja gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr laufen, nicht mehr sitzen, nicht mehr essen, nicht mehr sprechen. Ich konnte nichts mehr. Ich war wie ein 2-jähriges Kind. Was meinen Sie denn, warum er sich so berappelt hat, dass er jetzt weitermachen kann? Also was hat er für Eigenschaften? Die Eigenschaften waren die, dass ich das dann alles aufgebaut habe. Und es hat mich angezogen wie ein Magnet. Und da war ich schon im Bett, wo ich da im Katrinenhospital gelegen bin, habe ich immer das vor Augen gehabt. Ich muss da wieder hin. Sein linker Arm ist immer noch gelähmt. Der Ersatz hat einen Namen, scherzt der Schrotthändler. Armin Wurst. Der ist fast so fleißig wie früher der Chef. Den Rest schafft Wolfgang Resch immer noch alleine. Ach. Der nächste Kunde ist auch schon da. Und woher wissen Sie jetzt so schnell, dass das die richtigen Reifen sind? Weil wir die vor 2 Tagen schon rausgesucht haben. Raffiniert, gell? Wenn Sie jetzt unseren Zuschauern sagen sollten, warum es besser ist, hierher zu kommen, als alles neu zu kaufen, was würden Sie sagen? Ja, 50% Preiserlass. Zu wenig. Mindestens. Und was noch? Ja, man kriegt hier alles. Ja. Alles. Alles. Von bis? Von A bis B. Klingt gar nicht übel, oder?